Die zentrale Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe im vergangenen November. 1,1 Millionen Asylsuchende sind 2015 nach Deutschland gekommen. Rekord. 185.000 Menschen hatten Baden-Württemberg, Kreise und Kommunen in der Folge unterzubringen. Mit den zunehmenden Zahlen machte sich bei großen Teilen der Bevölkerung ein demoskopisch testiertes Gefühl von Überforderung breit. Im Dezember 2015 ließ sich die Kanzlerin des Diktums, dass es keine Obergrenzen gäbe, noch unter Mühe auf dem CDU-Bundesparteitag drängen, dass die Zahlen deutlich reduziert werden müssten. Nach den von Merkel nicht gewollten Grenzsperrungen auf dem Balkan im Anschluss und dem Türkei-Rücknahmeabkommen geht das Bundesamt für Migration für 2016 jetzt nur noch von 500.000 Asylsuchenden aus. Aus Sicht des Tübinger OBs Boris Palmer habe die Bundespolitik unter der Kanzlerin unter dem Eindruck der Dinge und der AfD-Wahlerfolge stillschweigend hier eine komplette Kehrtwende vollzogen. Mit dem Asylpaket 2 für schnellere Verfahren sowie dem aktuellen Integrationsgesetz, das Bleiben mit harten Auflagen verknüpfe, so Palmer, sei das Ende der Welcome-Kultur faktisch längst eingeleitet. Es ist also aktiv durch Europa dafür gesorgt worden, dass nur noch sehr wenige Flüchtlinge zu uns kommen. Und da muss man ja die Frage stellen, was ist denn die Rechtfertigung dafür? Das Leid der Menschen dort ist ja nicht geringer geworden. Und die einzige Rechtfertigung für eine solche Politik, die ich sehen kann, ist, dass die eigene Gesellschaft überfordert ist mit dem, was ihr zugemutet wurde. Und das muss die Analyse auch der Bundeskanzlerin sein. Anders ist ihr Handeln doch überhaupt nicht zu begründen. Das Aufschießen rechtspopulistischer Parteien wie der AfD, die jetzt als größte Oppositionspartei mit 15,1% im Landtag sitzt, ist aus Sicht von Palmer, der Frühkritik am Diktum der Bundeskanzlerin »Wir schaffen das« übte und eine Grenze der sozialen Belastbarkeit angemahnt hatte, originär mit einer falschen flüchtlingspolitischen Weichenstellung verknüpft. Meine Überzeugung ist, dass es im letzten Herbst ein großer Fehler war, die Diskussion darüber, ob es zu viele Menschen sind, die in zu kurzer Zeit nach Deutschland kommen, erst zu vermeiden und dann diejenigen, die da Bedenken hatten, in die rechte Ecke zu stellen. Das nützt nichts, das verstärkt eher eine solche Bewegung wie die AfD. Auch jetzt mahnt Palmer bezüglich der neuen Rechtspartei und ihren Wählern zu einem differenzierten, sachlichen Umgang. Ich glaube, dass man im Umgang mit der AfD große Fehler machen kann. Ein großer Fehler ist aus meiner Sicht die Dämonisierung. Es ist einfach nicht anzunehmen, dass 15% der Menschen in unserem Land Rechtsradikale oder verkappte Nazis sind. Und da sind auch viele darunter, die vorher SPD gewählt haben und jetzt offenbar Gründe gefunden haben, das nicht mehr zu tun. Ich finde, das Ziel muss sein, diese Menschen zu umwerben, sie zurückzuholen zu demokratischen Parteien. Ob das jetzt die Linkspartei oder die CDU ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Eine Verächtlichmachung ihrer Wähler, so Palmer, helfe dabei in jedem Fall nicht. Er mahne stattdessen zu Gelassenheit und Klarheit in der Argumentation. Deswegen muss man auch eine Herangehensweise finden, die von diesen Menschen angenommen werden kann. Und da ist es sicherlich nicht hilfreich, ihnen zu sagen, ihr seid unanständig, ihr seid verirrte Geister, ihr seid Rassisten, ihr seid Antisemiten. Diese Pauschalurteile, die machen es schwieriger, diese Menschen zurückzuholen in den demokratischen Grundkonsens. Dazu gehöre auch, jetzt ganz offen zu sagen, dass die eigene Gesellschaft überfordert war in dem, was ihr zugemutet worden sei. Dass man einerseits Willkommenskultur vor den Kameras predige, andererseits aber Maßnahmen zur Abschottung verschweige, so Palmer, könne erneut ein Nährboden für AfD-Erfolge sein.